Gelsenkirchen gefahren und waren als erstes mal am Strand spazieren, haben ein bisschen Muscheln gesammelt und ein bisschen das Wasser gegossen. Genau, und dann sind wir essen gegangen. Da gab es dann Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Zur Vorspeise haben wir Garnelen gegessen, Muscheln und Salat. Hauptspeise war dann Burger, Muscheln auch nochmal und so weiter. Und Nachspeise gab es dann Dame Blanche. Und danach sind wir noch ins Museum von den Kirchen gegangen, zur Operation Dynamo, wo 1940 die britische und französische Armee nach Großbritannien evakuiert wurde. Genau, danach sind wir dann noch ins Rathaus von Dünkirchen gegangen. Dort sind heute die Präsidentschaftswahlen zwischen Macron und Le Pen. Und jetzt laufen wir noch ein bisschen durch die Stadt, sind jetzt am Hafen. Oha.